egal, es ist wirklich ganz egal, aus welcher Betrachtungsweise du etwas siehst, weil die Sichtweise, wie letztendlich etwas zusammenhängt ist, wie du es aufbaust, wie du es gestaltest, die kann dir irgendwo mehr oder weniger das mit einbringen. Die kann dir sagen, so und so sieht das aus und du stellst dir da in dem Augenblick zusammen, was möchtest du damit bezwecken. Wie sind die Wirkungen, die da jetzt letztendlich bei dir ankommen, bei anderen Menschen oder wie ist das insgesamt zusammengesetzt? Und wenn du da für dich herausfindest, das ist eine ganz andere Perspektive, aus der du das betrachtest, dann wirst du merken, dein Gegenüber, der wird dir irgendwann mal zeigen und sagen, nee, ich denke da anders drüber, weil er kennt letztendlich nicht Zusammenhänge, die du da jetzt mit einbringst. Und da gibt es grundsätzlich immer wieder andere Veränderungen, die da zum Tragen kommen. Aber das ist nicht falsch oder richtig, sondern die anderen, die daran beteiligt sind oder nicht daran beteiligt sind, die haben nicht das Verständnis von dem Ganzen, so wie du darüber nachdenkst oder eine andere Person. Und dann gibt es immer wieder unterschiedliche Meinungsbilder, die das mit einfließen lassen. Und da kannst du dir einfach nur drüber im Klaren sein, drüber im Klaren bleiben oder du veränderst es dahingehend, dass du denjenigen darüber in Kenntnis setzt, wieso, weshalb, warum das bei dir so ist. Und da kannst du natürlich immer wieder Veränderungen, alles, was da so zum Tragen kommt, einsetzen, um da auch für dich eine Klarheit zu schaffen, was möchtest du, was ist dir wichtig und wie soll es letztendlich für dich auch nach außen hin transportiert werden. Denk daran, teils mit anderen Menschen, dass wir auch wissen müssen und ich freue mich darüber, wenn du genau die Menschen ansprichst, die du da jetzt drüber aufklären möchtest. In diesem Sinne, bis dann.